Es klingt wie ein Märchen. Ein dauerverletzter Spieler wechselt aus der besten Handballliga der Welt nach Portugal. Bleibt dort seit langem mal wieder verletzungsfrei, wird portugiesischer Meister und Pokalsieger und qualifiziert sich mit seinem neuen Team sogar für die Champions League. Zu schön, um wahr zu sein? Nein, das ist die Geschichte von Djibril, genannt Djibi Mbenge. Wenn es jemand gesagt hätte vor 3 Jahren, dass ich Champions League spiele, da war es die ganz kritische Phase mit meinem Knie, wo ich nicht wusste, ob es überhaupt wird oder wie es wird. Bin einfach überglücklich, dass ich letztes Jahr die Meisterschaft, EHF Cup Final Four und jetzt dieses Jahr Champions League A-Gruppe. Ist einfach Wahnsinn. 2018 steht der damalige Spieler vom TVB Stuttgart nach zahlreichen Verletzungen kurz vor dem Karriereende. Entscheidet sich dann für einen Neuanfang beim portugiesischen Serienmeister Porto und findet dort sein sportliches Glück. Ja, auf jeden Fall. Das A und O. Ich bin physisch starker Spieler, der über die Physis kommt. Wenn der Körper nicht mitmacht, dann bin ich nur die Hälfte. Jetzt macht er endlich mal wieder mit und sieht ganz gut aus. Das macht riesen Spaß, so Handball zu spielen. Diesen Spaß hat Djibi auch beim 34:23 Sieg gegen seinen Ex-Club, den TVB Stuttgart. 6 Tore erzielt der Rückraumhühne. TVB-Coach Jürgen Schweikart freut sich trotzdem für seinen ehemaligen Spieler. Ja, absolut, weil bei ihm war ja schon auf der Kippe, ob das nochmal klappt mit dem Handball. Deshalb freut es mich sehr und er hat es ja heute auch ordentlich gemacht. Er ist ein absolut netter Kerl und er kommt ja hier aus der Region und wir verfolgen seinen Weg schon aufmerksam. Und auch die Nummer 11 ist mit ihrem Heimatbesuch ganz zufrieden. Ja, es war natürlich eine besondere Motivation gegen meinen alten Verein zu spielen. Und ich denke, wir haben auch gezeigt, was für eine Qualität wir im Kader haben. Natürlich haben bei Stuttgart einige gefehlt, bei uns aber auch. Die Junioren noch nicht dabei, der André Gomez, Leonel nicht dabei. Aber ansonsten denke ich, es war ein kleiner Schritt für uns, für die Vorbereitung, für die Champions League-Saison. Und ich bin zufrieden, wie es heute lief. Die Geschichte von Djibril Mbenge. Ein sportliches Märchen, das wahr geworden ist.